Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Moin moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit Ethans Geschichte. In der letzten Folge haben wir die komplette Wahrheit erfahren von 7. und 8. Teil jetzt. Jetzt wissen wir, wie alles zusammengehört. Und wir wissen auch, dass dieses Dorf so alt ist, dass es vor Umbrella schon stand und hier schon Experimente gemacht wurden. Da war Umbrella noch gar nicht gegründet. Alles hatte hier einen Ursprung. Wir machen weiter. Wir haben gespeichert, wir haben alles gekauft. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Finale vielleicht. Ich weiß echt nicht, was noch alles noch kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es noch lang geht. An sich ist das Spiel ein Tickchen zu lang. So, für ein Resident Evil ein Tickchen zu lang. Da hätten sie hier... Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Wo sind meine Waffen? Ah. Ethan hat gesagt, lasst mich in Ruhe, also hau ab. Die wurden ausgespuckt einfach hier von diesen Pilzarmen. Ich hab doch meine Waffe noch wieder mal vom Schaden her abgedatet. Aber man merkt davon wieder mal nichts. Von diesem Schadensupdate. Jedenfalls nicht bei diesen normalen Zombies. Einfach weiter. Ja, hier sollte doch eigentlich der Kelch irgendwo sein. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva, da. Bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Zu Recht. Rose! Jahre, ey. Hat sie darauf gewartet. Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Was denn jetzt? Achso, das Kind. Lass los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Hast du? Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Okay. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Na dann. So, dann packe ich mal meine mühselig zusammengesparte Waffe hier aus. Schnellzugriff. Geile Musik, auf jeden Fall. Packen wir hier unten erstmal das Snipe weg. Ja. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Ja. Mach dir keine Sorgen. Aua! Aua! Okay, das war's. Das verspreche ich dir. Die schlägt ganz schön schnell zu. Duke's Emporium? Wir können... Nee. Wir könnten auch beim Duke neu starten. Ich will aber... Ich will sie besiegen. Hoffentlich muss ich jetzt wieder die Waffe auswählen, ne? Ich war leicht überrascht, dass sie so schnell war. Och nö, muss ich mir jetzt nochmal ihr Gequatsche anhören? Ich hoffe nicht. Ne, kann ich auch überspringen, ne? Schnellzugriff. So. Sterben ist immer doof. Überspringen.
Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar, heil. Du weißt, was es bedeutet, dein dich Kind zu davon lieben, kommen. Oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein der Kind, nicht deins! Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen! Oh, ja, klar, halt still! Und dich komplett austicken lassen! Wird dich das töten? Ich muss nachladen. Geile Show auf jeden Fall, fett. Magnum regelt. Ja, mach das Licht einfach mal aus. Ich habe nur noch 2 Schuss in der Magnum. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf. Meinst du? Schlaf jetzt. Den Teufel werd ich. Stirb! Jetzt habe ich keine Mini mehr. Für die Schöne. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Okay, dass das jetzt ohne Licht ist, geht ziemlich blöd. Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Ja, von dir. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Oh, Feuer. Habe ich gewartet. 100 nur für diesen Tag. Jetzt brennt sie auch noch, ey. Dass die alle so viel quatschen müssen während des Bosskampfes. Wer macht sowas? Ja, die Spinne hatten wir schon. Das war's für dich! Jetzt stirb! Ah, dieser Sprung. Warum mischst du dich an? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr! Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück! Ja. Es wiederholt sich ja alles ein bisschen. Lass das. Du wandelnde Leiche! Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz weiterleben? Bist du wirklich keiner von uns? Alter. Ja, stirb endlich! Die Dorfbewohner, die 4 neuen Kinder! Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern! Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig! Nein! Ich kann keine Heilung mehr bauen, ja? Oh nö! War es das jetzt? Das ist dein Ende, Ethan Winters! Ja, mit Messer. Ich hab noch ein Messer. Nur um wirklich sicher zu gehen. Jawohl, endlich, Alter. So ein Kugelschwamm. Meine Tochter! Meine Eva! Grüß sie in der Hölle von mir. Oh, Tageslicht, wie schön. Was ein Kugelschwamm, was man da alles wieder reingebuttert hat, ey.
Rose! Alles gut, Rose. Alles gut. Oh. Ich glaube, Ethan hält nicht mehr zusammen jetzt. Ich glaube, er war mit den Megamyziten einfach immer noch so verbunden und jetzt wird beides sterben, ne? Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Man hat noch niemals Ethans Gesicht gesehen. Weder im 7. noch im 8. Teil. Da ist das Ding. Bäh. Spreng doch endlich mal die Zündung. Wir sind doch noch zu dicht dran, oder? Er wollte das ganze Dorf sprengen. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Und Mia wartet auf euch. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Jetzt hat er dazu den Zünder. Rosemary. Das Rosemary, Baby. Ja, ja. Wenn man alles zerstören möchte, den Pilz und sowas, dann muss Ethan da bleiben, auch mit drauf gehen. Und streng genommen müsste Rose eigentlich auch noch da bleiben. Wenn sie auch Fähigkeiten hat und sowas, um alles auszulöschen. Mach's gut. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist! Er würde uns nie im Stich lassen! Sag mir, was los ist! Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Was jetzt noch? Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Die BSAA hat Kampfzombies? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale.
Dafür werden sie bezahlen. Alles klar. BSAA ist doch sowas wie die neue Umbrella, oder? Umbrella wurde doch irgendwie in Teil 5 oder 6 vernichtet oder schon ausgeschaltet. Und dann gab es ja die guten Umbrella, wo Chris auch für gearbeitet hat. Blue Umbrella, glaube ich. Ja. Oh, ist das Rose? Ja, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht doch, wie ein Killerwal an. Stimmt. Aber. Ich glaube, das ist Rose. Zu viel Zeit ist schon vergangen. Und jetzt geht's hier zum Grab von ihrem Daddy. Interessiert mich natürlich, was sind denn ihre Fähigkeiten? Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Ich hoffe nur Schultests. Wenn man vom Teufel spricht. Mhm. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Alter. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Was für ein dummer Scherz war das denn? Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Da war aber auch eben gerade wieder eine Knarre auf sie gerichtet, ne? Habe freies Schussfeld. Nö, lass mal. Okay, doch keine Schultests. Sie wird also von Christ-Organisation getestet, um zu gucken, wie man sie noch weiterhin einsetzen kann als Waffe, wahrscheinlich, oder für irgendwelche anderen Aufträge. Da vorne geht jemand. Der Wagen gerade gebremst, da geht jemand aufs Auto zu. Huch. Das war's? The father's story is now done. Ja, das war die Geschichte des Vaters. Also Teil 7 und Teil 8 sind damit dann sozusagen abgeschlossen als Vatergeschichte. Ich denke mal, wenn ein neues Resident Evil kommt, kommt vielleicht die Tochtergeschichte. Ob wir dann vielleicht Rose spielen mit neuen Fähigkeiten oder so? Guter Vater. Mhm. Ergebnis, Schwierigkeitsgrad habe ich auf Standard gespielt. Bester Vater aller Zeiten. Abschlusszeit 14 Stunden gebraucht. Bisschen länger, aber ich habe natürlich auch alles abgesucht. Okay, Schwierigkeitsgrad auf der Schatten hinzugefügt. Ein neuer Schwierigkeitsgrad ist zur Verfügung gestellt. Dankeschön. Inhalt, Bonus freigeschaltet. Folgendes wurde dem Bonusmenü hinzugefügt. Boni-Shop, Konzeptart, Modelle, Herausforderung. Schließen Sie im Menü Herausforderungen gezielte... Das finde ich ein bisschen... Ich habe das Spiel durch, spiele ich eh nicht nochmal. Also, Village of Shadow in voller Länge. Die Entwicklung von Village of Shadows, die Level Design, wie in voller Länge. Das Märchen. Folgende Filme, naja.
Glückwunsch, Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffen erwerben. WCX. Herausforderung abgeschlossen. Habe ich schon. AP gesamt, okay. Keine Likes für Lycans, 4 Grafen, blutige, das sind die Trophäen, die habe ich alle. Die habe ich alle. Abgeschlossen, Spiel speichern, ja mach mal. Da. Danke. So viel Text, also. Ja, das war Resident Evil 8. Für meinen Geschmack war es hier und da vielleicht ein Tickchen zu lang, muss ich gestehen. Hätte hier und da ruhig ein bisschen kürzer sein können. Geschichte aber eigentlich ganz cool. Also Teil 7 und 8 ja, gehören jetzt halt sehr gut zusammen. Von der ganzen Geschichte her bildet jetzt so ein ganz ein eigenständiges Kapitel von der ganzen Resident Evil Ära. 7 war ja so eine Art ja, Neuentdeckung oder Neuausrichtung der Serie. Da hat man sich schon immer gefragt, wie passt das jetzt mit den anderen Spielen zusammen. Jetzt weiß man das. Und es geht noch viel, viel weiter zurück noch als Umbrella. Ziemlich krass eigentlich. Waffen, Charaktere, alle. Okay. Wählen Sie einen Charakter oder Waffenmodell, um sich im Detail anzusehen. Da ist nichts. Oder lädt der das noch? Das Menü ist komplett leer. Ich kann auch nicht scrollen. Ladevorgang. Mhm. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen, die hier wieder täglich dabei waren beim Let's Play von Resident Evil 8. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, für mich ein Tickchen zu lang und ein bisschen zu viel Action. Sie schaffen es irgendwie nicht in Resident Evil so einen guten Mittelwert zu kriegen. So entweder Horror- und Gruselatmosphäre oder einfach zu viel Action und zu viel Gegnermassen, die auf dich einstürmen. Das war im siebten Teil ja auch schon so. Die erste Hälfte von siebten Teil war ganz okay. Da sind neue Wege gegangen und das Ganze war mehr so auf Horror und Grusel ausgelegt, dass man da durchs Haus gegangen ist. Dann auch die Ego-Sicht, die es ja in Resident Evil halt vor dem siebten Teil auch noch nie gab, die Ego-Sicht. War siebter und achter Teil, das sind ja die ersten Spiele von Resident Evil, wo man diese Ego-Sicht hat. Alles neu. Und in der zweiten Hälfte von Teil 7 war es dann auch schon wieder viel zu viel Action drin. Aber hier in 8 Teil haben sie es natürlich wieder viel zu viel übertrieben. Also was gerade die Mission nur mit Chris, wie viele Hunderte von Lycans, die da wieder spawnen und du einfach nur draufhältst mit dem MG. Das war ja nicht mal besonders spannend, das ist ja das. Also das war nichts für mich. Das war zu viel. Ich wollte eigentlich dann am Ende gerne wissen, wie die Story ausgeht. Die ganze Action-Rumgeballerei hätte für mich auch nicht mehr so drin sein müssen. Aber es ist natürlich Geschmackssache, ne? Also, das heißt aber nicht, dass ich das Spiel schlecht fand. Also, es sind kleine Kritikpunkte, darf man ja haben. Ansonsten, ja, unterhaltsam. Auf jeden Fall cool. Optisch super unterhaltsam. Mir hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben dafür das Video und allgemein für das Finale, wenn es euch gefallen hat. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten und hoffe, ihr seid auch im nächsten Projekt oder Video mit dabei. Ob jetzt direkt gleich ein neues Let's Play kommt, weiß ich noch nicht. Ich habe ein bisschen, ja, die großen Endprüfungen und sowas stehen halt an im Studium. Da bin ich im Sommer halt echt, ja, voll ausgebucht, was Termine angeht. Da muss ich mal gucken, ob ich noch ein weiteres Let's Play in der Zeit spiele oder ob mir das zu viel wird. Kann ich noch nicht genau sagen. Ich muss das irgendwie planen. Also, ich bedanke mich trotzdem. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!